So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich noch mal kurz mehr Aufmerksamkeit bitten dürfte und auch um ein wenig Ruhe in der Frau. Ein herzliches Willkommen nochmal zur Pressekonferenz zum Spiel der Dresdner Eishöfe gegen den SC Essersee. Endstand ist 4:2 und die offizielle Zuschauerzahl 3.045 Zuschauer. Ich herzlich begrüßen möchte ich noch einmal den Gästetrainer Stan Kraticek und natürlich unseren Trainer Thomas Probisch von der Linken. Und zum ersten Mal möchte ich auch nochmal gratulieren, Stanek. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt und wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, danke, schönen guten Abend. Ich würde sagen, nachdem wo wir bei der Mannschaft zum Durchfahren schon war heute das Spiel so Charakterfrage. Und ich denke, das haben beide Mannschaften gut gemacht. Die haben gearbeitet, gekämpft bis letzte Minute in das Spiel. Und ich denke, für die Zuschauer war das unterhaltsam, hat Spaß gehabt. Und ich denke, da muss man der Mannschaft loben, beide Seiten, dass die haben so gespielt, auf dem Eis so gearbeitet. Ich würde auch gerne gratulieren, der Dresden zu dem Klassenerhalt und freue mich wieder, dass Sie da sind. Thomas, auch von dieser Stelle noch einmal ganz offiziell Glückwunsch zum Klassenerhalt und zu den 2 Punkten in der Fremde. Und natürlich auch heute Glückwunsch zum Erfolg gegen Rissersee. Dank des Erfolges haben wir nur noch ein Endspiel am Freitag gegen Bittigheim um den Tabellenplatz 1 in der Abstiegsrunde. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, das Spiel heute ist, wie wir schon gehört haben, war es ist wirklich immer eine schwierige Aufgabe. Wir haben die letzten Wochen auf sehr hohem Niveau versucht, die Spannung mal wieder hochzuhalten. Die Spieler waren sehr angespannt. Wir hatten ein sehr schwieriges Wochenende, weite Fahrten, fast 2000 Kilometer. 2 sehr schwere Spiele, lange Spiele, jeweils 70 Minuten. Man hat aber gesehen auch heute, wie die Mannschaft, wie sie wirklich eine Mannschaft geblieben, noch sich weiterentwickelt hat, wie sie gearbeitet hat, den Sieg auch heute noch wollte. Aber das alles war meiner Meinung nach nur möglich. Und deshalb will ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken bei Sponsoren, Gesellschafter, Fans, dass sie das ganze Jahr über ruhig geblieben sind und auch in der schwierigen Situation uns haben weiter arbeiten lassen. Und ich glaube, das war die entscheidende Sache, dass wir hinten raus diesen Erfolg haben konnten. Und Dresden hat es verdient, weiter in der zweiten Bundesliga zu spielen, weil das ist einfach eine einmalige Stadt, einmalige Kulisse. Und viel mehr will ich vielleicht heute auch nicht sagen. Wir bereiten uns wirklich vor auf ein Endspiel. Wir wollen Freitag dann schon noch den ersten Platz holen, weil hat der Geschäftsführer verlangt, dass wir Erster werden müssen. Da müssen wir auch ein bisschen was tun dafür. Dankeschön. Gibt es Fragen an den Trainer? Keine Fragen, wenn dem nicht der Fall ist. Dann noch ein Endergebnis, auch aus der Abstiegsrunde ging es eigentlich noch um die Goldene Ananas Bietigheim gegen Fischer Pinguins Bremerhaven. 6:0 der Endstand. Und heute Abend dann noch empfängt Rosenheim die Schwenninger Wild Wings im Playoff-Halbfinale. Dort geht es dann um den Finalzug, Landshut, der schon qualifiziert. Unseren Gästen einen angenehmen Nachhauseweg, eine schöne Sommerpause. Bereitet euch auch gut vor auf die neue Saison. Ihnen allen einen schönen Abend und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns dann noch unterstützen würden beim letzten Heimspiel und gleich dem letzten Spiel der Saison am Freitag, den 13.04. um 20 Uhr. Wie schon gesagt, das Saisonfinale und natürlich auch das Finale in der Abstiegsrunde, da geht es um Platz 1 gegen SC Bittigheim, 20 Uhr Beginn und dann am Samstag ab 18 Uhr in der Freiberger. 19 Uhr? Habt ihr geändert? Okay. Wegen DSC-Finale. Okay, wegen des DSC-Finales, also der DSC-Volleyball-Damen, das dann um 19 Uhr nach hinten verlegt, die Saisonabschlussfeier in der Freiberger Hauszeit hier in der Energieverbund-Arena. Ihnen allen wünschen wir nach der Osterpause einen schönen Start in die neue Berufswoche. Thomas, ein entspanntes Training diese Woche. Bereitet euch gut vor für das Endspiel. Ihnen allen einen schönen Abend noch und genießen Sie noch die letzten Sonnenstrahlen von diesem Sonntag. Vielen Dank, von diesem Montag. Vielen Dank.